lieben Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Signed Ghost Dimension. Ich sag Dimension, weil ich Dimension nicht richtig aussprechen kann. Und wenn ich das mit Sign verbinde, dann sage ich The Signed Ghost Dimension. Geht doch. Okay, willkommen zurück. Und ja, ich habe dank der lieben Janine endlich den Premium. Ich konnte es vorher nicht raufmachen. Über Google Play. Hat nicht funktioniert und jetzt kann ich tatsächlich auch die Leute checken. Somit auch den Wolf. Hier haben wir den. Das war ja, finde ich, einer der interessantesten Charaktere, die es so jetzt gab, weil wir den Wolf ja aus 7 kennen. Aus beiden Teilen tatsächlich. Er ist ein sehr, sehr freundlicher Typ, ne? Sieht sehr freundlich aus, finde ich. Hat er nicht eine Freundin gehabt? Ich glaube ja, ne? Ach, guck mal, hier doch, mit Freundin. Mein Schatz! Das war der schönste Urlaub ever. War das vor 7 oder nach 7? Wahrscheinlich vor. Nee, nach. Die hat er erst nach 7 gekriegt. So, das ist schön. Das finde ich toll. Jetzt können wir richtig coole Sachen beantworten und so und alles. Ja, bin ich mal gespannt. Jetzt quatschen wir mit Gabriela weiter. Ich weiß, Inka war gestern schon ein bisschen weiter als wir. Deswegen müssen wir ein bisschen aufholen. Und jetzt geben wir Vollgas mit Gabriela. So waren wir stehen geblieben. So, jetzt Tomji, bitte verzeih mir, dass ich nicht geantwortet habe. Ich weiß, wir sind Freunde, aber ich wollte dich nicht in Gefahr bringen. Du weißt, wie viel ich für dich empfinde. Mich komplett zu ignorieren, war trotzdem nicht in Ordnung. Schon okay, jetzt bin ich ja da und wir finden eine Lösung. Denkst du nicht, du interpretierst in diesen Vorfällen zu viel rein? Hast du eine Idee, was es mit diesem Video auf sich hat? Das machen wir und lass uns mal ganz kurz Gabriela nochmal checken. Sehr wandlungsfähig, ne? Die sieht auf jedem Foto irgendwie so ein bisschen anders aus. Süß. Was haben wir hier? Ein Geier. Sind viele Bilder, ne? In diesen Dingens drin, was man so richtig mal abchecken kann und so, ne? Hier ganz normal, ohne Faschingskostüm. Ich glaube, ich weiß nicht, rennen die Gothic-Menschen immer so rum? Und dann, aber da rennt sie normal rum? Wahrscheinlich muss ich da gerade zur Schule gehen oder so. Wurde auch nichts eingeschrieben hier. Beim letzten Mal haben wir das Liebesrezept ja vorgelesen, das Liebeszauberrezept-Dingens. Ja, das ist doch nur gestellt, oder? Oder ist das vielleicht schon eine Vorahnung für sie? Ich meine, der 7. Tag läuft ja für sie heute ab. Okay. Gut, sie hat uns die ganze Zeit geschrieben, deswegen hat sie die ganze Zeit gepoppt. Nur zum Teil. Ich finde immer wieder Ansätze, aber ich komme nicht weiter. Du hast keine Ahnung, mit was wir es zu tun haben. Niemand hat das. Nicht mal die Polizei bietet mir heute Nacht Schutz. Ich solle wegen Wahnvorstellungen zum Psychiater. Aber das sind keine Wahnvorstellungen. Und ich bin auch nicht verrückt. Das Video, es blickt jeden, mit dem es mit einem Fluch, der es sieht. Ich bekomme immer wieder Hinweise darauf. Ich würde das Video gerne mal sehen. Das klingt echt verrückt, Gabriela. Hinweise. Ein Fluch. Jeden? Hat es noch jemand gesehen? Das interessiert uns. Aber, was für kompetente Polizisten das sind, ne? Ja, sie sind geknackt. Sind beknackt, gehen sie mal zum Psychiater. Ja, alles klar, ne? Kann man gut gebrauchen, solche Leute. Nein, ich habe nichts gefunden, was darauf hindeutet. Wie sind jeder? Ich habe Experten kontaktiert, die sich mit Übernatürlichen beschäftigen. Sie erzählten mir, dass der Grund solcher Geistererscheinungen immer ein geschehenes Unrecht wäre. Aber du kennst mich. Ich könnte keiner Fliege was zu Leide tun. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Konnte dir dieses Experten nicht weiterhelfen? Du solltest die Finger von solchen Leuten lassen. Nein, das tut es nicht. Ich drehe mich nur im Kreis. Du weißt, wie lange ich mich schon mit solchen Dingen beschäftige. Ich habe schon alles Erdenkliche versucht. Weihrauch, Salbei im Haus verbrannt, bestimmte Kerzen aufgestellt, aber nichts konnte sie aufhalten. Aber eigentlich normalerweise die normale Hausrezepte gegen Geister, oder? Ich meine, wer hat nicht Salbei, wer hat nicht bestimmte Kerzen aufgestellt bei sich in der Wohnung? Machen wir hier jeden Tag. Ne? Aber nichts konnte sie aufhalten. Wenn ich nur etwas über die Identität dieses Mädchen herausfinden könnte. Aber ich...
aber auch hier war ich bisher erfolglos. Und das Schlimmste ist, ich selbst habe das Tor ins Jenseits geöffnet. Du weißt, dass ich nicht viel von diesem esoterischen Ding halte, ne? Du glaubst also fest an die Existenz dieser Geistermädchens? Tor ins Jenseits? Ja, eine Art Portal. Ich habe einen großen Fehler begangen. Eine Freundin von mir, Erika, hat vor kurzem ihre Mutter verloren. Viel zu früh. Sie wandte sich in ihrer Verzweiflung an mich. Du kennst mich, Tomji. Ja, das sagtest du schon bereits dreimal. Sie tat mir so unendlich leid. Und dann ich. Ich habe versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen. Du wolltest mit der toten Mutter Kontakt aufnehmen? Ja, das mache ich auch immer. Was hast du denn davon erhofft? Du solltest die Finger von so etwas lassen. Wir nehmen das mit der toten Mutter. Weil für uns hört sich das natürlich nach Märchen an. Ja. Ja, ich wollte doch nur helfen. Kann man auch schon mal Kontakt mit der toten Mutter aufnehmen, wenn man helfen will. Ja. Oftmals melden sich bei einem Jenseitskontakt Verstorbene, um ihren Hinterbliebenen mit Rat beizustehen und sie in schweren Zeiten zu trösten. Hört, hört. Und Tomji, es kam tatsächlich, wie erhofft, eine Antwort. Ja. Erst habe ich nur eine Präsenz gespürt. Aber dann konnten wir mit ihr kommunizieren, richtig sprechen. Aber es war ein Fehler. Ich habe einen verdammten Fehler gemacht. Ich habe es erst viel zu spät bemerkt. Es war nicht der Geist der Mutter, sondern etwas Böses. Ich habe die Verbindung sofort geschlossen, doch es war zu spät. Ich habe es hereingelassen, vor genau 7 Tagen. Ich habe solch eine Angst, heute Nacht. Das Mädchen, sie kommt mich holen. Ja. Du glaubst mir doch, oder? Ja, ja, natürlich, klar. Klingt natürlich wie eine Alltagsgeschichte, die jeder so erleben könnte. Es fällt mir schwer. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Nicht sagen. Nicht sagen ist genau... Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ist die logischste Erklärung. Auch wenn das jetzt vielleicht unter Beziehungsstatus verschlechtert. Aber, das erlebt man nicht jeden Tag, ne? Und man erlebt auch nicht jeden Tag irgendjemanden, der davon erzählt. Du hältst mich sicher für verrückt. Nein. Und irgendwie kann ich dir das ja nicht einmal verübeln. Aber bleibt nur noch wenige Stunden. Wenn ich bis dahin nicht schaffe, diesen Fluch zu brechen, dann wirst du sehen, dass ich nicht verrückt bin. Schick mir das Video und ich beweise dir, dass du dich irrst. Das ist die logische Erklärung. Einfach mal selber, Kamikaze und sowas. Naja, wir gehen mal davon aus, dass Gabriela verrückt ist. Sie hat so ein bisschen Matsch am Paddel und auf keinen Fall! Ich werde nicht zulassen, dass dir auch was passiert. Bitte, du musst mir vertrauen. Gabriela, ein Video tötet niemanden. Ich kann dir nur helfen, wenn du es zulässt. Das ist die logische Erklärung. Ah, verschlechtert natürlich. Man nimmt das Logischste, was man jedem erzählen würde, und das verschlechtert sofort die Beziehung zu jemandem. Also wenn ihr jemanden irgendwie, wenn jemand nach einer Meinung fragt, euch nach einer Meinung fragt, lügt ihn am besten an. Das kann auf jeden Fall immer die gute Beziehung retten. Aua, Tomji, ich glaube mir, auf dem Video liegt ein Fluch. Unsinn. Dann beweis es mir. Stirb heute Nacht. Ach komm, wir machen Unsinn. Wieso bist du nur so engstirnig? Bin ich doch gar nicht. Ich bin einfach nur Realist. Was ich jetzt tue, werde ich mir wahrscheinlich nie verzeihen.
Gott beschütze dich, Tom G. Ja, der ist immer bei mir. Ja, wir kriegen das Video. Autostart erfolgreich. Sterbe ich jetzt in Wirklichkeit? Ich habe mir das Video gerade angeguckt. Sterbe ich jetzt in 7 Tagen? Da hatte wohl wirklich jemand Langeweile. Und deswegen die ganze Aufregung. Siehst du, nichts passiert. Alles gut. Jetzt klingelt das Handy. Was? Ich kann das nicht lesen. Du nimmst es also immer noch nicht ernst. Ich glaube, ich habe was. Ich glaube, ich habe zu viel. Nein, ist schon cool. Das ist schon. Ein bisschen gruselig ist es schon tatsächlich. Da muss ich ja mal gestehen. Das ist so ein bisschen gruselig. Du nimmst es also immer noch nicht ernst. Ich verstehe das nicht. Ich habe gerade diesen Geisteranruf bekommen. Na, das hat sie ja gesagt, ne? Oh mein Gott, Tom G! Es passiert wieder! Verdammt! Warum habe ich das nur getan? Wie konnte der Anrufer wissen, dass ich das Video geschaut habe? Es muss eine Erklärung dafür geben. Jetzt beruhig dich mal, mir passiert nichts. Genau. Unkraut vergeht nicht. Du peilst es einfach nicht! Alles gut. Du bist jetzt in großer Gefahr und das ist nur meine Schuld. Warte mal. Ja? Genau, bring dich um, denn überspringt da. Nee, doch nicht, dann muss ich ja gleich ran. Ich bin ja gerade auf etwas gestoßen. Okay, so. Das macht sie so in ihrer Freizeit, solche skurrilen Schriften und Zeichnungen. Okay. Die Spinne, das Mädchen, der Spiegel, das kann kein Zufall sein. Ich muss die Bedeutung dieser Symbole rausfinden. Du hast nicht sehr viel Zeit. Ich bleib heute die ganze Nacht wach. Du kannst mir jederzeit schreiben. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag bitte Bescheid. Bitte hör auf, dich so verrückt zu machen. Dir wird nichts passieren. Ach komm, machen wir so. Danke, Tom G. Eine Sache noch. Wolf macht sich große Sorgen, weil du dich nicht bei ihm meldest. Bitte erzähl ihm nichts von mir und lass dir irgendetwas einfallen. Wenn ich das hier überlebe, werde ich ihm alles erklären. Ich glaube, nach dem, was er alles erlebt hat, Tom G., wird er uns das glauben. Oder wird er ihr das glauben? Das mit dem Kuss tut mir leid. Ach, eigentlich war der ganz angenehm. Pass bitte auf dich auf. Gabriela hat den Chat verlassen. Werden wir jeweils wieder mit ihr schreiben. Wolf! Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Du schon wieder? Hä? Störe ich? Manchmal glaube ich, der Wolf hat auch so ein bisschen... War ein Joke. Ja,
Willst du einen gehackten Netflix-Account? Die Top 100 Single-Charts? Oder die neuesten Kino-Blockbuster? Nein, völlig was anderes. Warte, hä? Es ist ein Video mit einem gruseligen Mädchen im Umlauf. Komm, ich schick dir das mal. Das soll wohl Angst verbreiten. Jeder, der sieht, wird angeblich sterben. Ich weiß, wie komisch sich das jetzt anhört. Aber ich muss wissen, ob an der Sache was dran ist. Obwohl, Wolf könnte damit, der kennt sich aus. Er könnte rausfinden, wo das herkommt. Jetzt nicht dein Ernst. Das liegt an mir. Das liegt nicht so daran, dass es verschwommen ist. Das liegt an mir. Doch, einer Bekannten von mir passieren seither seltsame Dinge. Einer Bekannten von dir, konntest du auch sagen, Gabriela. Das ist deine Ex-Freundin. Ach, sei doch nicht albern. Die hat wohl zu viel The Ring geguckt. Bitte, Wolf. Kannst du herausfinden, wer dieses Video erstellt hat? Du meinst es wirklich ernst? Bedauere, aber in dem Fall muss ich dich leider eiskalt abservieren. Schade, ich dachte, das wäre eine richtige Herausforderung für dich. Okay, ein Vorschlag zur Güte, weil du so dicke mit Gabriela bist. Ich habe ein Tool entwickelt, mit dem du selbst easy Dateien hacken kannst. In jeder Videodatei sind Metadaten versteckt. Ah, ich weiß, worauf es hinausläuft. Diese geben Aufschluss, wer das Video erstellt hat und mit welchen Programmen. Ich soll's hacken? Was? Nö, da habe ich keinen Bock zu. Kannst du das nicht übernehmen? Ja, alles klar. Ja, du schaffst das. Warte, ich zapf mal kurz dein Handy an. Ja, danke. Ja, toll. Geil. Finde ich korrekt. Mach das ruhig. Das Programm Hacking Hans Exe wurde erfolgreich installiert. Jetzt bist du baff, was? Den Rest macht ein eifriger Chatbot. Hallöchen. Hans, Hallöchen mit Öchen. Ah, witzig, der ist auch witzig, der hat Humor. Hallöchen mit Öchen. Nee, Hallöchen mit Öchen. Hans, mein Name. Freut mich, deine Bekanntschaft zu machen. Was? Wer bist du denn? Bescheuerter Name. Gleich. Ah. Hans. Hack, Anfänger und Nerd Support. Ergibt natürlich einen Sinn. Hans schreibt. Ich bin ein sogenannter Chatbot. Eine künstliche Intelligenz, die programmiert wurde, um Grünschnäbel wie dir das Hacken zu erleichtern. Das ist bestimmt so die Datei von Wolf. Du hast eine ausstehende Hack-Anfrage von meinem Meister erhalten. Um den Hack-Vorgang abzuschließen, benötigst du 3 Sterne. Aber keine Sorge, ich helfe dir dabei. Na dann mal los. Brauchen wir uns gar nicht mal die anderen Antworten anzugucken. Dann sagen wir aber dann mal los. So. Hier benötigen wir 3 Sterne. Wir schauen uns einmal das an, wie es ausschaut. Ich werde jetzt nicht alles durchhacken. Das mache ich in aller Ruhe für mich selber. Sofort hacken wären 30 Bix. Ich habe hier 50 Bix. Könnte ich natürlich sofort durchhacken, aber irgendwann mal braucht man die. Seid mal gewiss, da braucht man die irgendwann. Wir gehen hier auf Apps drauf und da haben wir... Und es sieht genauso aus wie bei 7 tatsächlich. Außer, dass da der Hans mit dabei ist am Start. Ja, ja, genau. Wir kennen es noch von 7. Tetris spielen, ne? Ihr seht ja hier oben, das braucht man. Man braucht 15 grüne und 15 blaue. Diese Züge haben wir noch. Ne? Alles klar, muss man gar nicht irgendwie... Erklärt sich ja von selbst eigentlich, ne? Bob, der Hepp wie das.
So, wir haben das fast geschafft. Und bop. Genau, so kennen wir das. So, wir können das natürlich verdoppeln beim Video anschauen. Das können wir gerne machen. So, Kinderchen, das war's auf jeden Fall für heute. Mir hat das Spaß gemacht und nach dem Hacken geht's weiter. Da können wir immer so die Videos so versuchen, so lang zu machen bis zum nächsten Hackvorgang oder eben halt maximal so 20 Minuten. Also, meine Kinderchen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal und ciao.